Guten Tag. Ich zeige Ihnen mein neuestes Buch, oder besser gesagt mein jüngstes Buch, das in der Druckerei der Sculpture Walser entstanden ist. Es ist der Abdruck von Mikrogrammen, dieser ultrakleinen Schrift, die zu sehr vielen Rätseln Anlass gibt. Ich habe aus diesem Druck ein Büchlein gestaltet, das meines Erachtens diese Vielschichtigkeit der tatsächlichen existenziellen Erfahrungs-, Interpretations- und Spekulationsmöglichkeiten wiedergibt. Die Kleinheit, so habe ich in meinem ersten Referat betont, ist viel bedeutsamer als was wir gerade so offensichtlich sehen, und habe da Bezug genommen auf ein Zitat von Robert Walser, das ich nicht im Wortlaut habe, aber im Prinzip, im Kern das zum Ausdruck gibt: Wir sehen die Kleinigkeiten nicht weil wir nicht sehen oder die zu klein sind, sondern weil wir unser Wahrnehmungsvermögen nicht genügend geschult haben, entwickelt haben. Es geht um die Differenzierung der Wahrnehmung. Und genau denselben Gedanken habe ich gefunden bei Herr Dante in der Göttlichen Komödie, der sagt, nicht weil wir das Kleine nicht sehen, sondern weil wir unser Wahrnehmungsvermögen nicht entwickelt haben, übergehen wir das Wesentliche. Und somit gehe ich jetzt zum Wesentlichen über. Ich zeige Ihnen einzelne Seiten dieses Buches und lese Ihnen vor. Vielleicht sei, um Missverständnissen vorzubeugen, auf etwas hingewiesen. Ich habe als zweijähriger Knabe, das weiß ich ganz genau, dass ich damals 2 Jahre alt war, da habe ich wahrscheinlich auch früher schon in der Bibliothek meines Vaters Bücher genommen, aufgeschlagen und gelesen. Natürlich habe ich das Alphabet nicht gekannt, ich habe auch nicht gewusst, dass es ein Alphabet gibt, aber ich habe gelesen. Und meine Mutter saß in einem wunderschönen Fauteuil, hat zugehört, genickt, und ich habe ihr vorgelesen. Und ich dachte jahrelang, bis ich dann zur Schule ging und enttäuscht festgestellt habe, dass es ein Alphabet gibt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich geglaubt, dass Menschen, die in einer Bibliothek sitzen und Bücher vor sich haben und mit den Lippen vielleicht sogar ein bisschen flüstern, das genau Gleiche machen wie ich. Ich habe gedacht, die finden ihre Geschichten und sie erzählen sie. Ich habe dann nur gestaunt, warum so viele Menschen lesend stumm sind und ihre Geschichten nicht erzählt haben. Walser hat seine Geschichten erzählt. Er hat sie auf eine hochkomplexe Art erzählt, so dass die meisten, wissen Sie, die Begabten, Mitläufer, Nachläufer, Hinterläufer, Vorläufer, nicht verstanden haben. Und seine Schrift wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis zum Schluss man dann entdeckt hat, dass das auch tatsächlich was bedeutet. Ich will Ihnen etwas zeigen, was das zum Beispiel bedeutet. An einem frühen Nachmittag, die Großmutter war gerade in ihr Zimmer verschwunden, habe ich im Garten gelegen und auf meine Mutter gewartet. Aber sie kam nicht. Da kam der Gärtner. Und wie der Gärtner kam, da hat er mit der Schaufel große Löcher in den Boden, unglaubliche Löcher gegraben. Und ich habe gesehen, dass der einzelne Wurmkörper aus dem Abgestochenen rausschauten
Und ich fand es schrecklich, wie er mit dieser brutal großen, schweren Schaufel diese kleinen Würmer zerschnitten hat. Ich fragte ihn dann, und als ich ihn fragte, hat er nicht geantwortet. Große Leere. Und dann kam eine Belehrung. Das weißt du nicht. Der Wurm, der lebt weiter, auch wenn ich ihn zerschneide. Und dann kamen die Wolken und haben ein bisschen geregnet. Und in diesem bisschen Regen sind die kleinen Blümlein in sich zusammengeschrumpft. Sie wurden immer kleiner und die farbigen Köpflein, die vorher noch so ausgesprost waren, waren geschlossen. Es war Nacht, es wurde Nacht für die Blümchen. Aber nein, der Regen hat sich verzogen und es wurde still. Man hörte nur noch einzelne Vogelstimmen. Und da kam der Ruf meiner Mutter. Matthias! Ich wollte es nicht hören. Dann kam der Schrei. Matthias! Viel bedeutungsvoller und dann mit einem Gongschlag dazu. Und ich sagte zuerst mal nichts und dann, ja, was ist denn? Komm zum Essen. Da ging ich zum Essen und wir saßen dann am Tisch, die ganze Familie saß am Tisch und wir haben gegessen und dazu die Nachrichten gehört. Sehen Sie, so geht das weiter in diesem Buch und das kann man lesen. Aber nur die nicht lesen können, können da nicht lesen. Oder die, die meinen, sie können lesen und es gäbe keine andere Art zu lesen, die wiederum können es auch nicht lesen. Offen lesen kann nur der Mensch, der weiß, dass er hier auf diesem Planeten, auf der Erde, ein Fremdling ist unter Fremdlingen und dass wir immer nur Freundschaft schließen können, der Fremdheit auf Erden wegen, weil wir uns so fremd sind und weil die Bedeutungen so unglaublich verschieden sind. Ja, da bin ich in den Weiher gestürzt, aber das ist eine andere Geschichte. Und so weiter, sehen Sie. Ah, und dann ging es langsam in die Nachtruhe und so werde ich es auch Sie mit meinem weiteren Vorlesen verschonen und danke Ihnen, dass Sie an der Vernissage meines Buches aus dem Robert Walser Skulptur teilgenommen haben. Danke sehr.